Jo Leute, was geht? Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einer weiteren Runde Magicraft. Und das hier ist tatsächlich mal wieder eine ganz besondere Runde, denn es gab ein neues Update. Damit habe ich selber nicht gerechnet. Es wurden einige Bugs gefixt, es wurden ein paar Mechaniken überarbeitet und es gibt jetzt neue Zauberstäbe. Keine komplett neuen Zauberstäbe, es wurden alte Zauberstäbe überarbeitet und optisch wurden auch einige Zauberstäbe einfach nur ein bisschen angepasst und außerdem wurden einige Spells auch überarbeitet und es gibt im Nightmare-Modus haufenweise neue Gegner-Variationen. Das wollen wir uns heute alles mal ein bisschen anschauen, deswegen gehen wir sofort rein in den Nightmare-Modus und gucken mal, was uns alles so erwartet. Spelltechnisch ist heute, würde ich sagen, eigentlich alles offen. Ich schaue mal, was das Spiel uns so vorschlägt. Wir schmeißen einfach nur das Beschwörungspaket raus, weil ich da jetzt nicht so Lust drauf habe. Aber ansonsten ja, bin ich, wie gesagt, für alles offen, was wir da so bekommen können. Der Rest kann gerne drin bleiben und wir schauen uns das alles einfach mal in Ruhe ein bisschen an. Gucken uns natürlich auch mal an, was für Spells so überarbeitet worden sind. Wir holen uns natürlich dafür direkt auch mal ein paar mehr Spells. Und hier seht ihr zum Beispiel schon einen neuen Gegner, diese Pilzgegner hier. Wenn die sterben, dann hinterlassen die so eine Heilaura. Und diese Heilaura heilt alles, was da drin steht. Die anderen Pilze hier, diese, die haben immer nur so einen kurzen Heal gemacht, wenn sie gestorben sind und haben keine Aura hinterlassen. Aber die anderen Gegner, die neuen, die hinterlassen jetzt eben diese Aura. Finde ich auf jeden Fall eine interessante Mechanik. Reflection könnten wir mitnehmen, Gift könnten wir mitnehmen. Gift wurde tatsächlich auch ein bisschen gebufft. Das Problem an Gift wurde damit nicht behoben, weil das Problem an Gift war halt immer, dass Gift leider ein bisschen wenig Damage gemacht hat, wenn es voll gestackt war. Aber jetzt ist es so, dass das Gift ein bisschen schneller stackt. Weil die Stacks einfach ein bisschen schneller kommen. Wir könnten jetzt auf Relikte oder auf Zauber. Ich würde sagen, ach komm, wir gönnen uns mal ein Relikt. Relikte wurden auch, ein paar Relikte, ein kleines bisschen angepasst. Es gibt keine neuen Relikte in der Hinsicht. Also keine komplett neuen Relikte, die ihr noch nie gesehen habt. Sondern wirklich nur vorhandene Relikte wurden teilweise ein bisschen angepasst. Oh, 100% mehr Schaden. Ja moin, okay, da bin ich ja mal sofort am Start. Fängt auf jeden Fall schon mal wild an, der Run. Das ist natürlich ein gutes Zeichen, wenn der Run so anfängt. Ich hätte vielleicht meine Schlüssel verdoppeln sollen, aber ich warte damit, glaube ich, bis wir im Shop waren, weil wir da eh noch eine Menge Schlüssel kaufen werden. Was bekommen wir hier? Mana Regen ist noch gleich, du bist noch gleich und du bist auch noch gleich. Wir nehmen Mana Regen mit und schmeißen uns dann mal in den ersten Shop rein. Dann gibt es hier den Wand Spirit und ihr könnt das vielleicht schon sehen. Ich glaube, das waren vorher 30%. Das sind jetzt 50%. Also ein Wand Spirit Run ist auch deutlich interessanter geworden. Vielleicht werde ich das mal ausprobieren. Da geht auf jeden Fall einiges jetzt. Das macht doch den Charakter deutlich stärker, der den Wand Spirit zum Start hat, der diese 8 Zauberstäbe hat. Der wird jetzt damit deutlich verstärkt. Du bist auch noch gleich. Und dieser Zauberstab hier, der sieht jetzt neu aus. Das ist einfach nur ein alter Zauberstab, den es vorher schon gab. Der war vorher nicht besonders gut, ist jetzt immer noch nicht besonders gut. Aber sieht dafür ein bisschen hübscher aus. Ist aber für uns vollkommen uninteressant. Was aber richtig interessant ist, Leute. Und das ist ein richtig dickes Ding. Damit werden wir auf jeden Fall noch einen Run machen. Wir werden uns einen vollen Resonance Rune Run angucken. Denn die Resonance Rune, die gibt jetzt 25% Chance, dass wir automatisch einen Spell einsetzen, wenn wir einen anderen Spell verwenden oder einen anderen Zauberstab verwenden. Das war vorher 30%. Aber wir haben eine 20%ige Chance auf Stufe 1, dass wir kein Mana verwenden. Und das ist das große Ding. Wenn man das hier auflevelt, geht das, glaube ich, auf 30% hoch und danach, keine Ahnung, wahrscheinlich 40%, vielleicht sogar 50%. Das ist eine richtig dicke Nummer. Also das ist wirklich ein Upgrade. Würde ich sagen, das hat diesen Spell jetzt viable gemacht, weil vorher fand ich, muss ich sagen, Resonance Rune jetzt nicht so unglaublich spannend. War ganz nett, aber jetzt nicht so ultra krass. Und jetzt würde ich aber schon sagen, das hat richtig Potenzial. Wir holen uns ein paar Leben. Weil man damit jetzt schon ziemlich krasses Zeug anstellen kann. Ja, ein bisschen Leben gönnen wir uns und dann rein in den ersten Miniboss. Ich würde mal tippen, der wird ein bisschen zerstört werden. Weil, wenn ich ihn treffe, aber nur. Na, komm her! Yep, der wird komplett zerstört werden. Und wir holen uns das Buch, weil da ein Gratis-Zauber drin ist. Nimmt man auf jeden Fall auch mit. Und ich glaube, dass das Spiel im Nightmare-Modus jetzt tatsächlich auch deutlich schwieriger geworden ist durch die neuen Gegner-Variationen. Also da wird man wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Challenge haben, kann ich mir vorstellen, weil
Ich muss sagen, ich habe jetzt einmal nur kurz zum Antesten bis in Welt 2 gespielt, um mal mir so ein bisschen die neuen Gegner anzuschauen, schon mal so ein bisschen Plan zu haben, was verändert wurde, welche Dinge, was für Zauber so angepasst wurden. Also ich habe jetzt auch noch keinen vollen Run gemacht, aber ich kann mir gerade vorstellen, in Welt 4, ja, das kann schon unangenehm werden. Da waren ja schon der ein oder andere Gegner, der ein bisschen nervig war und auch sehr viel Schaden gemacht hat. Und jetzt mit neuen Gegnervariationen, das kann schnell nach hinten losgehen, denke ich, mit der falschen Kombo. Movement Speed reduzieren können wir uns erlauben. Enemy Movement Speed erhöhen können wir uns auch erlauben. Projectile Speed reduzieren ist nicht so optimal. Ist jetzt nicht der Weltuntergang, aber ich glaube, ich lasse es einfach. Ich bin eigentlich sehr zufrieden damit, wie stark wir gerade sind. Deswegen sollten wir da eigentlich keine Probleme haben. Diese Spinnen mit den langen Beinen, die sind natürlich auch neu. Und die springen einfach sehr zielsuchend auf einen drauf, glaube ich. Das ist so ihr Gimmick. Mehr Gold, nice. Sehr schön. Ansonsten sind die eigentlich genau gleich wie die anderen Spinnen. Die hier sind auch neu. Genau, diese komischen Trötengegner. Nenne ich sie jetzt einfach mal, die noch so Tröten haben, die aus ihnen rauskommen. Die schießt, glaube ich, einfach mehr Projektile raus. Also auch jetzt an sich nicht so gefährlich. Kommt immer ein bisschen auf die Kombination an, natürlich, was man so zusammen bekommt. Ich könnte jetzt hier in den Shop mit 77 Münzen oder wir könnten uns... Ah, wir gehen uns so Spells holen. Vielleicht kriegen wir noch einen Geheimraum oder eine Kiste oder so hier. Ich glaube, dieser Flammenkönig hier, der ist, glaube ich, auch neu. Also den habe ich auch noch nie gesehen. Vielleicht habe ich es aber auch wieder vergessen. Wir könnten Duration mitnehmen und Hover noch. Ich meine, dann bleiben die noch ein bisschen länger in der Luft. Ist jetzt nicht so wirklich hilfreich, aber vielleicht laufen dann der Gegner rein. Oh, ein zufälliges Relikt abbrennen. Bitte Geld, bitte Geld, bitte Geld. Nein, Mana Regen, ist aber okay, ist in Ordnung. Kann man machen. Aber ich hätte natürlich Geld ein bisschen mehr gefühlt. Weil Geld ist immer geil. Wir spammen jetzt erstmal hier mit unserem Rainbow alles weg. Das sieht auch bis jetzt ganz gut aus. Also ich habe das Gefühl, wenn man in Welt 1 einfach auf AOE geht, dann kann man die Gegner noch genauso gut wegmachen wie vorher. Das sind jetzt keine wirklich großen Unterschiede bemerkbar bis jetzt. Die Gegner sterben sehr, sehr schnell noch. Auch im Nightmare-Mode. Ich habe natürlich 100% mehr Schaden, das darf man auch nicht vergessen. Aber ich glaube auch ohne 100% mehr Schaden wäre das hier voll in Ordnung. Gerade mit der Combo. Shining Star Arrow. Ah, ist nett, aber wir werden damit wahrscheinlich nicht viel anfangen können, weil wir keinen Crit haben. Wir können uns jetzt hier einmal einen Gratis-Raum drehen. Ah, das ist natürlich... Na gut, da kann ich meine Flüche loswerden. Ist immerhin etwas, aber jetzt nicht das, was ich unbedingt gehabt hätte gerne. Wir schauen mal, ob wir jetzt den ohne Schaden schaffen. Ich hoffe schon, dass wir ihn ohne Schaden hinkriegen. Es ist die Spinne. Die Chancen stehen ganz gut. Aber ich sag mal lieber nix. Weil ich kenne mich. Oh. Oh, hör auf. Spinne können wir natürlich auch nicht vergiften, ist das Problem. Aber das sieht ganz gut aus, solange ich mich jetzt nicht einkesseln lasse. Jawohl, easy Spinne ohne Damage, so wie es sein sollte. Hier sehen wir auch ein Exemplar für einen neuen Zauberstab, den es vorher schon gab, der jetzt aber anders aussieht. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, wie der vorher aussah. Ich habe keine Ahnung. Er kann auf jeden Fall drei Zauber gleichzeitig schießen, was schon ganz lustig ist. Aber den könnten wir eigentlich mal mitnehmen mit den Rainbows jetzt so übergangsweise. Aber der hat halt schlechte Stats. Es lohnt sich in meinen Augen nicht, den einzustecken, weil der einfach nicht die geilsten Stats hat. Aber der lohnt sich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich, weil der hat auch keine geile... Na komm, wir nehmen den mal mit. Wir probieren es einfach mal aus. Wir machen mal hier Doppel-Rainbow rein und dann... Begift, das, das. Und ich glaube, Duration brauchen wir ehrlich gesagt auch nicht. Das lohnt sich irgendwie nicht. Ah, die Feuerrate ist nicht so gut. Wir bräuchten vielleicht Cooldown oder so. Ja, das nehmen wir alles mit. Nie wieder Schlüssel. Toll, wenn ich 14 Schlüssel habe. Fantastisch. Gold heilt uns, ist natürlich immer geil. Und ich würde schon fast sagen, wir könnten diesen Run tatsächlich auch das Goldrelikt sehr gut gebrauchen. Und ihr seht schon, da sind neue Geistvariationen am Start.
Also es gibt jetzt neue Geister, die unsichtbar werden, wenn man zu weit von denen weg ist. Eine Mechanik, die es ja auch schon in der vierten Welt gab bei Gegnern, aber jetzt gibt es die auch schon in den Welten vorher. Bei manchen Spezialgegnern. Und das ist auf jeden Fall auch interessant. Beastie Fangs gönnen wir uns. Noch mehr Prozent Schaden. Noch mehr Schlüssel. Fantastisch. Das habe ich gebraucht. Gebt mir bitte noch mehr Schlüssel. Ich hätte jetzt eigentlich echt gerne noch mehr Goldrelikte, weil ich habe das Gefühl, dass hier könnte ein geiler Gold dran werden. Gerade auch bei den Tränken, die wir bekommen haben. Könnten wir mit dem Goldrelikt echt eskalieren. Ich könnte jetzt hier das Gold schon verdoppeln, aber ich glaube, ich sammle jetzt ganz viel Gold und dann holen wir uns mit dem Trank nochmal Gold und verdoppeln dann unser Gold. Ich glaube, das ist besser. Ich würde hier nochmal auf Relikte gehen. Einfach, damit wir nochmal eine Chance haben, irgendwie vielleicht was mit Gold zu kriegen. Und noch mehr Gold müssen wir jetzt nicht aus dem Goldraum holen. Der Schaden ist aber ganz gut davon, muss ich sagen. Jetzt so zwei Rainbows gleichzeitig zu schießen. Healing Belt ist in Ordnung. Wir könnten in den Shop reingehen oder wir könnten uns mehr Gold holen. Ah, mehr Gold. Für die Forge. Wir werden gleich auf jeden Fall mal in der ersten Forge, denke ich, vorbeischauen. Obwohl wir nicht so unglaublich viele Zauber jetzt haben. Also wir haben jetzt nicht die beste Voraussetzung für die erste Forge, aber ich denke, es ist in Ordnung. Die Gegner sind noch genau gleich, das sind die alten, können auch nichts Neues. Wir trinken den Trank einmal für 3 Leben, sind leider größer geworden, aber ich denke, das lässt sich verkraften. Wir holen uns jetzt, es lohnt sich halt irgendwie nicht die Forge. Wir könnten, na obwohl, wir könnten jetzt in die Forge gehen, ich habe einen Plan. Kriegen sogar einen Geheimraum, obwohl wir nicht das Item für den Geheimraum haben. Das finde ich doch mal Luck. Schmeißen uns dann die Magic Bullets zusammen und dann könnten wir noch eine Magic Bullet hier reinpacken, weil wir ja 3 Zauber gleichzeitig schießen und dann schießen wir immer eine Magic Bullet mit und machen damit unseren Rainbows noch mehr Schaden. Das finde ich gar nicht so schlecht. Wir könnten auch Tracking einbauen. Ich meine, warum nicht? So nochmal Tracking reinhauen, dann können wir hier was machen. Nicht so wirklich tatsächlich. Wir könnten uns doch ein Sternespell holen. Zack, zack, zack. Und das war's dann auch schon. Oh, Spell Damage hoch. Das ist tatsächlich sogar ziemlich gut, dass wir das gekriegt haben. Die Frage ist, was schmeiße ich dafür raus? Gift tatsächlich. Gift lohnt sich nicht. Spell Damage, purer Spell Damage, den wollen wir haben. Und jetzt vielleicht noch ein Multishot? Nee, das ist kein Multishot. Vielleicht noch ein Multishot. Komm schon. Oh, da lasse ich jetzt natürlich wieder viel Geld auf der Straße, aber okay, das ist ja wieder... Das mit dem Multishot wird mal gar nichts, das ist mir zu teuer. Der hier ist auch neu, der fette Blob. Ich weiß gar nicht, was der macht. Ich glaube, der explodiert einfach. Oh, da wurde ich in den Abgrund gezogen. Aua, aua. Warte mal, die teleportieren mich. Oh mein Gott, diese Gegner, da haben mich gerade teleportiert. Okay. Das habe ich ein bisschen zu spät gecheckt, dass die mich teleportieren. Volley ist tatsächlich ziemlich gut. Für das, was wir gerade am Start haben. Und Mana Regen ist immer gut. Nochmal ein Geldtrank. Also das ist auch nicht schlecht. Tja, wie kann ich jetzt die... Ich glaube, ich nehme das Zielsuchen erstmal raus, weil Volley ist für uns... Da sparen wir schon eine Menge Mana. Von 12... Warte mal, von 4... 12, 12 gehen wir auf 2, 6, 8, 6, 8. Also, das nenne ich doch mal eine Mana-Einsparung. Damit haben wir richtig viel Mana gespart. Holy shit. Da schmeiße ich gerne Tracking für raus, auch wenn Tracking natürlich ganz gut ist. Aber man muss auch sagen, wenn man sich nah an die Gegner ranstellt mit unserer Shotgun, dann ist es auch jetzt nicht so, dass ich da besondere Trefferprobleme habe. Bisschen mehr Feuerrate jetzt noch und wir hätten echt einen verdammt guten Zauberstab gerade. Also noch so ein kleines bisschen Feuerrate obendrauf. Ich hoffe, wir kriegen jetzt nicht den Oktopus. Nice, okay, der wird zerstört werden. Natürlich, wenn ich mich bewege, dann treffe ich ihn nicht mehr, aber der konnte nicht einmal angreifen. Easy, wir bekommen Shiny Syro Plus und einen Expansion Stone. Der eigentlich gleich, der ist immer noch gleich und der Shining Styro ist auch noch gleich, soweit ich das erkennen kann. Wir haben halt echt viel Sachen für Gold, also das Potenzial ist nicht schlecht. Ich habe 3 Tränke, die mir nochmal einen Haufen Gold geben können.
Wie gesagt, wenn wir irgendwie die Goldspitzhacke kriegen, diesen Run, die kommt eigentlich gefühlt immer, wenn ich sie nicht brauche. Und wenn ich sie brauche, kommt sie nicht. Also mal sehen, ob wir da Pech haben. Aua. Ich muss nur ein bisschen aufpassen. Ich habe nicht so viele Leben. Mehr Reliktoptionen bin ich auf jeden Fall ein Fan von. Wir gehen rein in den Geheimraum und bekommen... okay. Oh, Duett Plus könnte interessant werden. Könnte tatsächlich sehr interessant werden, Duett Plus, gerade in unserer Kombo. Oh, das hier ist es, oder? Och, danke. Weil wir hier den Crit rausnehmen könnten, theoretisch. Und wir könnten sagen, wir schmeißen das so hin. Oh, und dann könnten wir so machen. Aber das kostet sehr viel Mana. Das kostet sehr, sehr viel Mana. Weil jedes Projektil hiervon schießt dann jeweils den Regenbogen. Das kostet 47 Mana. Das ist schon ordentlich. Aber wenn wir Volley hochkriegen würden, könnten wir das tatsächlich auch finanzieren. Yo, also das ballert mir das Mana komplett weg. Ich glaube, ohne Zielsuchend ist das schwierig zu verwenden. Aber wenn wir da Zielsuchend drin hätten, dann könnte man das tatsächlich auspacken. Aber ohne Zielsuchend ist es ein kleines bisschen zu teuer, muss man sagen. Ja, und hier sind die Geister, die einfach unverwundbar werden. Das finde ich auch sehr, sehr geil, muss ich sagen. Wenn man zu weit weg ist, kann man die einfach nicht mehr treffen. Ich glaube, wir holen uns ein bisschen Mana-Regen tatsächlich statt Crit. Weil Mana-Regen ist schon geil. Hier ein paar Leben müssen einfach sein. Ich habe sehr wenig Leben. Problem wird wahrscheinlich sein, mit der Kombo, die wir gerade haben, werden wir beim Boss nicht ganz so leicht durchkommen, fürchte ich. Ja, die Feuerrate fehlt einfach, weil an sich, so wie wir gerade sind, haben wir mehr als genug DPS an sich, weil wir laden schnell wieder unser Mana auf, aber die Feuerrate ist das Problem. Das heißt, wir gehen jetzt in den Shop und versuchen hier Feuerrate zu biegen und sehen auch schon den nächsten neuen Zauberstab, beziehungsweise neuen alten Zauberstab. Das war nämlich der Aquaflow Stab. Ich weiß nicht mehr, wie er vorher hieß. Der hatte auch diese Laser drin, kann sehr schnell schießen und hatte Tracking drin verbaut. Kein besonders guter Zauberstab, aber er sieht jetzt immerhin schöner aus. Da ist unser Multishot. Den werden wir natürlich sofort einstecken. Und auch am liebsten irgendwo einbauen tatsächlich, aber ich habe keinen Platz. Ach komm. So. Oh yes, Baby. Das sieht doch schon mal besser aus. Schlüssel brauchen wir nicht mehr. Wir könnten ihn mitnehmen, aber dann hätten wir kein Simultaneously Firing mehr. Und das, finde ich, brauchen wir gerade mit dieser Kombo tatsächlich ein bisschen. Deswegen können wir das erstmal nicht nehmen. Oh, das ist aber gut. Damit könnten wir den theoretisch gleich aufwerten. Das, und dann, wenn wir noch einen kriegen, könnten wir dann wieder einen reinwerfen. Ah, das würde ich gerne haben. Das würde ich sehr, sehr gerne haben, das Force-Cooling. Das wurde auch besser gemacht. Wir sind hier nicht mehr bei mal 70, sondern bei mal 60. Was bedeutet, ihr verliert 10% mehr Cooldown, was ja etwas Gutes ist, denn ihr wollt so wenig Cooldown wie möglich. Sehr, sehr geil. Das werden wir jetzt erstmal nicht einbauen können. Wir könnten das hier reinschmeißen. Und könnten dann unsere Feuerrate schon auf ein gutes Level bringen. Und einfach dann weiterziehen. Für 8 Gold könnte ich den Zauber noch mitnehmen. Aber wir haben eigentlich genug Zauber. Finde ich auch sehr geil, weil Force Cooldown wurde einfach ein bisschen von allem anderen überschattet. Also Overscatter war einfach besser in den meisten Meta-Zauberstäben. Weil man sowieso die Zauberstäbe, die so extrem viel Cooldown haben, meistens nicht mitgenommen hat. Oh, hallo, einfach so ein Multishot Plus. Ja, moin, den nehmen wir natürlich direkt mit. Sehr schön, dass wir den auch kriegen. Damit sollten wir DPS-technisch jetzt auch ganz gut dabei sein. Die Frage ist jetzt, will ich in die Forge oder will ich mehr Zauber? Wir könnten in der Forge schon ein bisschen was drehen. Wir haben ein paar Sachen mit Plus, aber wir könnten die Light, hier die Rainbows zusammenwerfen, aber dann hätte ich nur noch ein Rainbow und ich hätte gerne zwei. Ah. Aber nee, das könnten wir schon machen. Das könnten wir schon machen. Wir könnten sagen, wir schmeißen uns die Rainbows zusammen. Wir gehen mal in die Forge. Ich will mal ein bisschen was ausprobieren. Wir schmeißen uns die Rainbows zusammen, damit die natürlich einfach stärker sind. Versteht sich von selbst.
Dann haben wir Rainbows mit einer Power von 12 statt 6 als Base Power. Und dann Duett dazu. Aber das ist auch wieder mana-technisch ein absolutes Desaster. Also ohne Zielsuchend auch an der Stelle nicht worth. Wie wäre das andersrum? Mas Interesse. Oh, Leute, ich glaube, andersrum wäre es tatsächlich... Das wäre tatsächlich ziemlich heftig andersrum. Das wäre tatsächlich ziemlich heftig. Nehme ich mit so. Okay, dann können wir jetzt gucken, ob wir vielleicht... Boah, was könnten wir jetzt noch versuchen zu drehen, ist die Frage. Ich weiß es gar nicht. Also, wir könnten versuchen, Crit zu kriegen. Force Cooldown könnten wir versuchen zu kriegen. Wir haben halt wirklich nur so einzelne Sachen. Das ist halt wieder... Meh. Nur so einzelnen Quatsch zu haben. Ein Rainbow kann ich behalten. Das ist halt immer sehr mies, weil da muss man viel drehen, um so ein paar Paare hinzukriegen. Das holt mich alles nicht so ab, tatsächlich. Rebound, okay. Na, wir gucken mal, ob wir hier noch irgendwas zusammengesammelt kriegen. Aber es sieht gerade echt scheiße aus. Ja, ich drehe hier einfach nur Geld rein und wir kriegen gar nichts. Das lohnt sich nicht. Ich drehe, glaube ich, einfach unten meine Plus-Dinger. Und wir gucken, ob wir hier irgendwas kriegen. Overscatter bekommen wir. Ohne Zielsuchend? Schwierig. Mit Zielsuchend? Sehr, sehr geil. Deswegen würde ich es behalten. Aber ohne Zielsuchung können wir das gerade einfach nicht verwenden. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Ich bin sehr zufrieden. Wir haben auf jeden Fall eine Zerstörungskombo gefunden. Yo, okay. Eine absolute Zerstörungskombo. Weil die Magic Bullets debuffen die Gegner. Die Rainbows haben viel mehr Range. Oh mein Gott, das ist übel stark. Ja, damit sollten wir den Boss dann jetzt wahrscheinlich auch zerstören. Beastie Fangs nochmal. Crit, das ist sehr, sehr gut. Können wir gebrauchen. Das Problem ist jetzt dieser Zauberstab, den ich gerade habe, der ist geil, aber wir haben jetzt Overscatter. Wenn wir jetzt noch Zielsuchend kriegen, können wir auf einen neuen Zauberstab aufrüsten und können dieselbe Kombo, die wir gerade haben, nochmal so haben, aber mit deutlich mehr Power. Heilung, ja, nimmt mal mit. Bisschen Lifespeed ist immer gut. Bisschen Movement Speed ist eigentlich auch immer gut, gönne ich mir auch. Was haben wir hier? Orbit, ja... Und Magic Reservoir ist auch in Ordnung. So, ich glaube, der wird jetzt gut zerstört werden. Es ist egal, wenn wir Schaden kriegen, solange wir nicht sterben. Wir haben blöderweise relativ wenig Max-HP. Was bedeutet, ich kann mir nicht so viel kaufen. Und wir müssen gleich ein bisschen aufpassen. So, wie wirst du zerstört? Yo! Leute, ich glaube, ich habe hier ungewollt gerade was richtig Geiles gefunden. What the hell? Wie stark ist das? Bam, 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 bam und weg. Einfach weg. Das ist ja übel strong. Oh, der Zauberstab, der ist... Oh, der ist sexy. Wir sparen 20 Mana. Wir haben leider übel viel Scatter. Den können wir nur verwenden, wenn wir Zielsuchen kriegen. Ohne Zielsuchen können wir den nicht verwenden, weil der blöderweise... Ja... Einfach mit Scatter 135 kannst du komplett vergessen. Also wir brauchen jetzt Zielsuchend. Der hat eine Menge Slots, das ist schon mal geil. Wir brauchen einen Drill. Den Drill kaufe ich, den Rest kaufen wir nicht, weil sonst habe ich einfach viel zu wenig Leben. Und die Wiederbelebung könnte man schon mitnehmen, falls was schief geht. Aber dann müsste ich jetzt halt wirklich aufpassen. Also jetzt muss ich extrem aufpassen. Wir brauchen jetzt Lebensräume. Unbedingt brauchen wir jetzt Lebensräume. Also alles, was mir Leben gibt, wird sofort eingesteckt. So, hier kenne ich jetzt nicht die neuen Gegner. Und dieser Gegner da, der charged auf einen drauf. Habe ich das richtig gesehen? Hier muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen mit meinem Mana haushalten, weil wir jetzt natürlich keinen guten Zauberstab haben aktuell. Weil ich den noch nicht benutzen kann ohne Zielsuchend. Das heißt... Die chargen jetzt auf mich drauf. Ja, die chargen jetzt auf einen drauf, die Gegner hier. Oh, shit. Also, die wollen dich jetzt richtig tot haben. Crit-Rate geht hoch. Das ist auch geil, aber Crit-Rate geht hoch. Will ich gerade lieber haben. Gold brauchen wir nicht. Jetzt kriege ich wahrscheinlich keine Lebensräume und wir haben ein Problem. Ich sehe das schon kommen. Weil zwei, drei Treffer, da war ein... Was hat mich da gerade getroffen? Hä? Invertierte Steuerung ist nicht so... Da habe ich jetzt gerade tatsächlich nicht gesehen, was mich getroffen hat.
Aber wir können uns zum Glück heilen. Oh, ich krieg wieder keinen Lebensraum. Uiuiui, das ist echt gefährlich. Das war es überhaupt nicht wert. Ich gehe hier in den Shop, weil wir da besser nach Zaubern suchen können. Wir können gezielter nach Zaubern suchen. Wir könnten die Power Traction jetzt eigentlich sogar einbauen. Wir könnten aber auch sagen, wir gehen so auf Melkrit. Aber Power Traction wäre gar nicht so verkehrt für normale Gegner. Aber Core Thunder wäre auch nicht so schlecht. Tatsächlich. Core Thunder wäre tatsächlich gar nicht so verkehrt für den DPS. Zielsuchend. Wir brauchen jetzt zielsuchend. Irgendwo. Tracking ist theoretisch auch zielsuchend. Nur mit ein bisschen Umwegen. Aber ist eigentlich schon zielsuchend, würde ich sagen. Könnte man mitnehmen. Der Zauberstab ist auch nicht verkehrt. Aber ich glaube, ich will einfach Tracking, also zielsuchend haben, nicht Tracking haben. Einfach normales Zielsuchen. Oh, Energized Orb. Das ist natürlich auch was, was ich sehr, sehr gerne sehe. Das nehmen wir sofort mit, ballern uns da die Mana Flower rein und können da sogar noch was reinpacken, weil wir ja schon einen Drill haben. Aber wir haben nichts, was wir da reinpacken können. Das hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Ich würde hier tatsächlich ein bisschen Rüstung mitnehmen, weil wir einfach sehr wenig Leben haben. Safe spielen ist, glaube ich, hier wichtig. Forge lohnt sich jetzt nicht, aber jetzt haben wir keine Mana-Probleme mehr. Jetzt können wir einfach drauf losspammen. Oh mein Gott, let's go. Der Run macht richtig Laune. Es gibt verdammt viele neue Gegner. Diese Augengegner, die sind auch alle neu. Also die sehen anders aus. Die mit diesen Zähnen noch am Auge dran. Finde ich echt cool, dass ich da jetzt so schnell wieder was tut auch. Natürlich freue ich mich schon auf das erste richtige Update wieder, wo wir wirklich wieder Zauber kriegen und so. Aber trotzdem geil, dass sich da jetzt so schnell nach dem letzten Update direkt schon wieder was getan hat. Und ich weiß auch nicht, ob die Performance wieder ein bisschen besser geworden ist. Das müssen wir schauen. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil wir noch eine relativ humane Combo haben. Die ist zwar geil, aber natürlich jetzt keine bildschirmzerstörende Monster-Combo. So wie ich sie des Öfteren ja schon hatte. Wie weit fliegen die eigentlich? Okay, die fliegen relativ weit. Overscatter haben wir natürlich schon mit Plus. Das heißt, das brauchen wir eigentlich mehr. Lebensraum brauchen wir auf jeden Fall. Werden wir jetzt auch sofort reingehen. Was haben wir hier für einen Fluch? Resources verschwinden. Der ist auch neu. Interessant. Haben wir auch noch nie gesehen. Fledermäuse gibt es wahrscheinlich auch neue, aber diese, glaube ich, gab es schon vorher, die da gerade waren. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin auch ehrlich, ich töte die meisten Gegner immer so schnell in den meisten Runs, dass ich nicht mal hundertprozentig sicher bin, welche Gegner neu sind und welche nicht. So, was für einen Raum bekommen wir hier? Nee. Ich glaube, diesen Raum mit, wir kriegen 70% mehr Schaden. Ich habe nur 106 Leben. Ich habe nichts, um mich unverwundbar zu machen. Ich glaube, diesen Raum werde ich tatsächlich skippen. Das Risiko, dass ich hier sterbe, ist mir zu hoch. Ja, der Run läuft so gut, dass diesen Raum werde ich leider skippen. Es gibt auch neue Minigames, glaube ich. Es gibt, glaube ich, neue Minigames. Es gibt, glaube ich, neue Raumvariationen auch. Also es gibt wirklich viele kleine Sachen, die jetzt, wie gesagt, nicht so nach dem Motto, okay, wir kriegen jetzt 10 neue Spells, die alles zerstören, sondern einfach so kleine neue Sachen, die auf jeden Fall nice sind und dafür sorgen, dass jeder Run sich nochmal immer ein bisschen anders anfühlt, finde ich geil. Weil solche Spiele leben ja von dem Wiederspielwert. Das merke ich ja auch immer wieder. Je mehr Zeug man machen kann, desto besser ist es. Mehr Gold, sehr, sehr geil. Und wenn man die einfach immer und immer wieder spielen kann, dann machen sie am meisten Spaß. Und deswegen ist das natürlich sehr, sehr geil, dass da auch, was die Raumvariation angeht, ein bisschen dran gefeilt wird. Damit man da einfach noch ein paar mehr Möglichkeiten hat und immer wieder was Neues sieht oder andere Kombinationen von Räumen in einem Run hat. Wir könnten auch langsam mal hier den Verdopplungstrank einsetzen, aber ich bin echt gierig mit dem. Ich glaube, den werde ich aber gleich mal verwenden im nächsten Goldraum. So, oh mein Gott, der wird ja komplett zerstört. Stellt euch das mal mit mehr Feuerrate vor. Das mit mehr Feuerrate und zielsuchend, der würde so sterben. Wieso ist das so gut? Okay, wir könnten Lightning tatsächlich benutzen hier. Resonance Rune Plus will ich nicht benutzen. Ich will zielsuchend. Wieso kommt kein zielsuchend, Mann? Dass jetzt kein zielsuchend kommt, das tut schon echt weh gerade.
Weil wenn ich zielsuchend hätte, dann könnten wir diesen blöden Zauberstab hier langsam aussortieren. Auch wenn der Zauberstab an sich jetzt echt gut war für den Run, aber er ist halt langsam echt ein bisschen outdated. Oh mein Gott, wir kriegen den Cup of Everest. Das heißt, wir kriegen nochmal ein bisschen mehr Gold. Nimmt man natürlich mit bei jedem Raum. Einfach nochmal ein bisschen extra Gold. Gerade mit zweimal Goldhandschuh. Oh, das Herz ist auch neu. Keine Ahnung, was es macht. Ich habe es direkt gekillt, aber es ist neu. Und natürlich, hier können wir jetzt richtig Gold machen, weil wir das Gold-Item zweimal haben und jetzt hier Gegner haben, die über vier Gegner spawnen. Gut, dass ich gierig war. Sehr gut, dass ich gierig war, weil jetzt können wir übel viel Gold farmen, dann können wir das alles verdoppeln und abwart. Orbit habe ich schon einmal, könnte ich mitnehmen. Wir müssen mal ein bisschen was aussortieren hier auch. Zack, zack, zack. Was wir zusammenwerfen können, können wir einfach mal kurz zur Seite legen. Leben, ja, Leben. Da war noch eine Münze. Nein, die Münze habe ich übersehen. Egal, Leute, wir haben eh genug Geld. Ich sag's euch, wir haben jetzt eh genug Geld. Mit den Items, die ich bekommen habe. Die eine Münze wird gleich den Unterschied machen. Ich hätte diesen Run jetzt echt gern die Goldspitzhacke noch. Die wäre geil. Weil wir jetzt, glaube ich, echt viel Gold machen. Wir haben jetzt auch unbegrenztes Mana aktuell, weil wir zwei Zauberstäbe haben, die schnell genug Mana wiederherstellen, dass wir eigentlich keine Mana-Probleme mehr haben mit der Combo gerade. Wir brauchen natürlich eine Magic Bullet 2, versteht sich von selbst. Wir haben mehr als genug Zauber, die ich alle erstmal verarbeiten muss. Deswegen Relikte, ganz klar. Weil die Zauber, die ich jetzt habe... Oh, nice, bisschen Rüstung. Die müssen wir sowieso erstmal in irgendwas Brauchbares umwandeln. Ich glaube, das hier wird auf jeden Fall der Magic Bullet Run. Die übertriebene Magic Bullet Combo, weil ich werde die versuchen auf Stufe 2 zu kriegen und die Chancen stehen auch ganz gut, weil wir schon relativ viel Magic Bullets natürlich haben. Da ist die Goldspitzhacke und jetzt wird es erst interessant, denn die gibt uns natürlich 32% mehr Schaden aktuell, aber wir können jetzt natürlich anfangen, so gut es geht, Gold zu horten. Und dann, oh no, mein Gott, noch mal ein Goldhandschuh, das ist Zeichen. Okay Leute, wir machen's, wir gehen auf die Gold-Action. Wir gehen auf die Gold-Action. Aber sowas von gehen wir auf die Gold-Action. Aber sowas von. Ich lasse jetzt mal alles Gold liegen. Dann sammeln... Ach, verdammt, das wollte ich nicht einsammeln. Kommen da Diamanten raus? Nein, keine Diamanten. Wenn ich keine Diamanten sehe, heißt das für mich, es ist mir egal, wir nehmen es nicht mit. Hier jetzt werde ich wieder auf Leben gehen, weil ich möchte mir auf jeden Fall noch was kaufen können im nächsten Spezialshop. Und wenn ich jetzt 100 Leben habe, dann wird es wirklich in der nächsten Welt extrem gefährlich. Also wenn wir einen Drill bekommen, der wird noch gekauft, auf jeden Fall. Ein Drill wird sich gegönnt. Da gibt es keine Zweifel. Aber alles andere wahrscheinlich jetzt so kurz vor knapp werde ich dann einfach nicht mehr kaufen, weil wir sonst zu wenig Leben haben für die vierte Welt. Weil vor der vierten Welt habe ich jetzt echt ein bisschen Angst. Oder sammle eher Respekt, weil ich kann mir vorstellen, die wird unangenehm. Und wir bekommen Echo Plus. Naja, kann ich jetzt gerade nicht gebrauchen, aber wer weiß, vielleicht können wir damit irgendwas machen. Wir können es auf jeden Fall auf einen Multishop Plus oder so drehen. Das ist, denke ich, nicht verkehrt. Jetzt kriegen wir unsere Forge. Und da müssen wir jetzt eigentlich rein, weil wir viel zu viel Zeug haben. Auch wenn ich natürlich eher Gold sparen möchte im Idealfall, müssen wir jetzt langsam hier mal aktiv werden und ein bisschen was ausgeben. Und wir könnten uns auch hier mal kurz ein bisschen Gold holen. Ein kleines bisschen extra Cash und dann können wir Crit zusammenwerfen. Was ich jetzt natürlich haben will, wir brauchen Zielsuchen, fällt mir ein. Zielsuchen ist jetzt die Priorität Nummer Uno. Denn wenn wir Zielsuchen bekommen, dann können wir den Zauberstab hier unten verwenden und das möchte ich ja auf jeden Fall machen. Das heißt, wir werden jetzt diesen Spell hier, wo ist es, den werden wir auf Zielsuchen drehen. Hier Chain of Lightning und wir kriegen direkt Zielsuchen. Ey, das ist das für ein Run, das läuft ja gerade einfach perfekt. Dann schmeißen wir die Sachen hoch, können Overscatter jetzt drin lassen, können jetzt praktisch mit diesem Zauberstab genau das gleiche machen wie mit dem anderen, haben aber deutlich bessere Stats und vor allen Dingen
sparen wir 20% Mana. Also das ist sehr, sehr geil. Und haben sogar noch einen Slot mehr, obwohl wir schon... Ja, nice. Das ist schon mal 10 von 10 besser. Wie viel? 039 und damit sind wir bei 065. Okay, das macht einen riesigen Unterschied. Wir brauchen aber Overscatter auf jeden Fall für die Simultaneously Firing Effekte. Wir könnten jetzt hier nochmal Spell Damage reinhauen oder das. Aber das lohnt sich auch nicht so wirklich. 32 Damage, oh, ist jetzt nicht unglaublich wenig. Ah, 32 Damage mit den ganzen Projektieren ist schon gar nicht so verkehrt tatsächlich. Was wir jetzt noch machen können ist... Ah, wir könnten aber auch Crit einbauen. Crit ist besser. Crit ist besser. Aktuell. Crit ist definitiv besser aktuell. Dann könnten wir jetzt versuchen, noch eine Magic Bullet zu kriegen. Oder nochmal Crit zu kriegen. Das würde ich auch erstmal behalten. Strong Traction. Also wenn wir so viel Crit schon kriegen, würde ich die Sachen behalten. Aber ich würde auch echt gern nochmal ein Magic Bullet hier haben. Aber wir gucken erstmal, ob wir vielleicht vor Cooldown noch was runterkriegen. Wir haben ja sehr viele einzelne Sachen. Volley runterkriegen wäre auch... Oh, das ist auch gut. Also jetzt gerade sieht es aber sehr, sehr gut aus. Duett würde ich auch erstmal behalten. Mana Flower würde ich auch erstmal behalten. Die können wir auch direkt hier unten reinsetzen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir hier wieder sehr viele Sachen haben, die wir nicht mehr drehen können, weil wir die schon in so einer Zweiergruppe haben. Duett haben wir jetzt auch in der Zweiergruppe, perfekt. Dann würde ich tatsächlich erstmal den Rainbow drehen. Crit würde ich behalten, Spell Damage drehen wir jetzt. Wir brauchen jetzt irgendeine Dreiergruppe, komm. Irgendeine Dreiergruppe, komm schon. Ach komm. Manchmal dieses Spiel, ey. Tja, keine Dreiergruppe für uns. Aber wir haben jetzt Zielsuchend in einem viel, viel geileren Zauberstab. Und jetzt haben wir, glaube ich, die... absolute Zerstörungskombo hier am Start für die nächsten Räume. Wir sind jetzt beim Boss, oder? Miniboss war, glaube ich, schnell tot. Ja, stimmt, der Miniboss war relativ schnell tot, deswegen habe ich den schon wieder vergessen. Duett nehmen wir auf jeden Fall mit und Overscatter habe ich nicht hier am Start. Split, komm, Split gönnen wir uns. Ah, wir können noch einmal drehen, bevor ich das vergesse und können noch einmal Zauber mitnehmen. Warum nicht? Lohnt sich immer Zauber. Und jetzt kriegen wir natürlich übel viel Gold jetzt auch, weil wir einfach 24% Chance auf Gold droppt haben. Wenn wir hier noch eine Magic Bullet Lust kriegen und die dann zu einer Zweier aufwerten können, das wäre schon heftig. Da müssen wir mal wieder ein bisschen aussortieren. Die Sachen, die ich eh upgraden will, die schmeißen wir uns mal hier rein. Dass wir die so ein bisschen im Blick haben. Merlins Bart können wir mitnehmen, ist uns komplett egal, weil wir nicht beschwören natürlich, aber ey, warum nicht? Ist geschenkt, hier noch ein bisschen Kleingeld und dann gibt uns das Ding schon 47% Schaden. Ihr müsst bedenken, wir haben jetzt hier 50%, 35, also 85% plus 100, also 185% mehr Schaden. Wenn wir dann kritten, knallt das ja auch nochmal rein, falls wir ein bisschen mehr Crit-Schaden noch bekommen. Der sollte wirklich sehr, sehr easy werden und der wird auch easy. Geh mal in die nächste Phase, bitte. Oh, wir haben eine Phase geskippt. Das ist schon mal gut. Easy Phasen-Skip schon mal gemacht. Wir können eigentlich auch weiter gedrückt halten. Ich weiß gar nicht, warum ich so sparsam bin mit meinem Mana. Wir haben ja unendlich Mana, mehr oder weniger. Wir haben ja hier den Energized Orb noch. Da kann ich ja nicht viel mehr durchhalten. Wir brauchen mehr Feuerrate natürlich. Die Feuerrate ist gerade unser größtes Problem. Und wir kriegen ihn featureless. Wir kriegen ihn. Ihr wisst, was das heißt. Mein Lieblingszauberstab ist am Start. Das bedeutet, wir haben nochmal haufenweise mehr Slots. Wir kriegen einen Multishot geschenkt. Sparen hier auch 80% Mana ohne Scatter. Haben hier drei Slots einfach mehr. Also mehr Crit. Power Traction, dann haben wir 60% Crit insgesamt schon. Die Multishots kann ich auch mal rausschmeißen, die wollen wir definitiv auch behalten. Und dann haben wir auch eine Feuerrate von 0. Brauche ich dich für eine 0er Feuerrate? Nope, den brauchen wir nicht mal mehr, den Force Cooldown. Tja, was mache ich denn dann jetzt? Kann ich mir doppelt Volley reinschmeißen? Hat das einen Effekt, wenn man das zweimal reinmacht? Nein. Hat keinen Effekt. Das gilt nur einmal, leider. Schade. Wir könnten hier vielleicht sogar noch mehr Spells reinknallen.
Weil alle Spells werden günstiger, wenn man sich mit Volley mehr Spells reinschmeißt. Dann wären wir nämlich nur noch auf 7-6. Das wäre schon eigentlich echt sinnvoll. Weil wir könnten mehr schießen. Das heißt, wir brauchen mehr Spells tatsächlich noch und müssen Volley upgraden. Ey, dann hätten wir eine richtig kranke Combo, glaube ich, langsam. Mehr Projektile schießen. Ey, das hat uns doch gefehlt. Und der Rest ist mir egal. Jetzt so spät. Wir bleiben dabei. Wir haben nicht so viele Leben. Also, ich muss sagen, für den ersten Run auf dem neuen Update fetzt ordentlich rein hier gerade. Und jetzt Welt 4. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's richtig interessant. Was erwarten uns hier für neue höllische Wesen? Bin gespannt. So, ihr seid noch gleich und ihr seid einfach direkt tot. Ihr seid auch direkt tot. Natürlich habt ihr immer noch beschissene Angriffe, denen ich irgendwie ausweichen muss. Aber das war's mit euch. Mehr Crit-Schaden. Ich würde sagen, an dem Punkt ist Crit-Schaden natürlich ultra sexy für uns. Also geil, dass wir das jetzt kriegen. Pandoras Box. Eine Münze verlieren, wenn wir Schaden nehmen, ist mir komplett egal. Aber der Fluch ist schon scheiße. Und die Sache ist die, wir gehen auch, eigentlich haben wir sehr viel Gold. Deswegen würde ich sagen, ich nehme diesen Fluch nicht mit. Pandoras Box ist geil, ja, aber ich glaube, das ist es mir dann doch irgendwo nicht wert. Mein Mana ist halt direkt weg von zwei Zauberstäben. Wenn wir jetzt hier irgendwie noch, wie heißt es, Mana Drain bekommen, dann ist vorbei. Wir schauen natürlich mal im Shop vorbei, was wir hier so finden. Also, Force Cooldown könnte ich mir mitnehmen. Ey, oh, der DPS, what? Moment, wie viel ist das? 100.000, aber ich glaube, wir hatten schon mehr, weil ich wieder Effekte an habe. Man das dann nicht gut sieht, könnte ich ausmachen, aber schauen wir am Ende dann. Wir könnten das hier machen, da können wir uns noch ein Sternchen holen, vielleicht damit irgendwas drehen, wer weiß. Mana Drain Zauberstab. Mana Drain wäre natürlich sexy für uns, dann hätten wir nonstop Mana. Und das könnten wir uns auch erlauben. Also Mana Drain könnten wir uns einbauen. Einfach nur, um permanenten Mana zu haben. Weil dann könnte ich einen Crit rausschmeißen. Ja gut, was denke ich da überhaupt drüber nach? Wir holen uns den Mana Drain Zauberstab, schmeißen einen Crit raus und haben jetzt dann hoffentlich Unlimited Mana. Und so wie es aussieht, haben wir auch Unlimited Mana. Jetzt müssen wir noch die Magic Bullets hochkriegen. Tatsächlich. Die müssen jetzt auch auf die 2. Also die Magic Bullets auf die 2. Obwohl ich will hier eigentlich so viele wie möglich drin haben. Aber auf der 2 machen die nochmal mehr. Wir könnten auch nochmal ein Duett reinschmeißen tatsächlich jetzt hier. Das brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Spell Damage hoch. Und nochmal ein Thundercore. Ja, komm. Und dann gehen wir nochmal auf Relikte, weil wenn wir nochmal sowas kriegen wie Crit-Schaden oder so, dann gute Nacht. Ich habe jetzt natürlich viel Gold ausgegeben. Oh, das ist ein neuer Raum übrigens. Hier müsste man fliegen können, können wir aber nicht. Oh mein Gott, der ist so unfair, der Raum. Schaut, stellt euch das mal vor, ich könnte hier fliegen. Hier ist an jeder Ecke eine Kiste, glaube ich, oder? Hier sind zwei Kisten rechts. Eine Kiste unten. Und das war's. Also drei Kisten. Oh, Gold ist Schaden, gönnen wir uns. Auch wenn ich jetzt viel Gold geopfert habe, aber wir kriegen bestimmt wieder ein bisschen Gold zurück. Also wenn man hier fliegen könnte, könnte man drei Kisten sich gönnen. Können wir leider nicht. Also für uns keine Option. Aber wenn man das könnte... Oh, nein, fiel mich doch nicht ein. Oh, das ist tatsächlich schlecht, dass ich davon getroffen wurde. Unangenehm, das hat uns gut Schaden gemacht. Durch Wände schießen können ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Wir machen nichts, was irgendwie von Wänden abfallen will. Also ist das für uns ziemlich gut. Ah. Bis jetzt, muss ich sagen, kamen hier noch keine schlimmen Gegner. Aber vielleicht sind sie auch einfach direkt gestorben. Ist immer schwierig zu sagen bei sowas. Das könnten wir hier zusammenwerfen. Ich schmeiß mal noch ein paar Sachen raus, die wir zusammenwerfen könnten und die ich irgendwie so ein bisschen lagern möchte. Dann hier ist eigentlich egal, was wir mitnehmen. Mehr Gold, let's go. Geheimraum, was könnte das sein? Es ist dieses Game. Und wir bekommen Lightning Area 2. Also, das Ding, würde ich sagen, ist schon mal Priorität Nummer 1. Das werden wir drehen.
Ob wir damit jetzt was anfangen können aktuell? Ich glaube nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, wofür. Leben sind mir egal. Wir wollen Gold. Baby. Und zwar eine Menge Gold. Und ich werde jetzt hier alles Gold liegen lassen, das droppt, glaube ich, weil wir hier einen Goldraum haben. Und der gibt uns 3 Diamanten. Das heißt, wir werden jetzt hier die berühmte Goldverdopplung durchführen. Zack, haben damit auf jeden Fall eine Menge Gold. Wir gehen von 94 Gold auf... Moment. Von 94 Gold auf 208. Dann gibt uns dieses Ding 104% mehr Schaden. Problem ist, ich muss jetzt in dieser Forge noch ein bisschen drehen, weil wir können hier nochmal damage-technisch richtig auftrumpfen. Und deswegen muss ich hier einfach ein bisschen drehen. Wir schmeißen natürlich nochmal ein paar Sachen zusammen. Zum Beispiel die Force Cooldowns, das Duett und das war's. Duett könnten wir vielleicht sogar noch auf Plus kriegen, wenn wir richtig Glück haben. Wir könnten jetzt die Thunder Area drehen, gucken, ob wir vielleicht Duett kriegen. Wäre geil. Oder vielleicht Magic Bullet oder sowas in die Richtung. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Wolle 2 würde uns extrem viel Mana sparen. Dann würden wir hier 08083. Bräuchten wir eigentlich schon kein... Brauchen wir überhaupt noch Mana Drain? Da bräuchten wir theoretisch schon fast kein Mana Drain mehr bei den Preisen. Also wir bräuchten jetzt tatsächlich kein Mana Drain mehr. Wir könnten sagen, wir schmeißen Mana Drain raus. Was jetzt interessant ist, was ist, wenn ich nochmal Duett reinpacke? Natürlich, weil ich jetzt ein Spell weniger habe, sind wir jetzt wieder teurer geworden. Das würde unsere Mana-Kosten komplett sprengen und meine Framerate würde es auch komplett sprengen. Aber wir könnten damit tatsächlich sehr, sehr lange ohne Mana Drain spielen. Das ist krass. Das ist richtig krass. Hiermit, also hier bräuchte ich kein Mana Drain. Wir könnten sagen, wir ballern uns noch Chain of Lightning rein für noch ein bisschen mehr Damage. Oh, aber auch für ein bisschen mehr. Framerate Damage könnten wir uns hier noch Mana Drain. Können wir noch Chain Lightning reinpacken. Finde ich schon ziemlich geil, dass man da so komplett auf Mana Drain verzichten könnte. Aber ich glaube, es ist trotzdem besser, das aktuell zu benutzen, Mana Drain. Alles in allem, statt... Weil dann können wir Wolle 2 weiterdrehen. Wir können deutlich bessere Sachen rauskriegen da. Oh, Rebound, nice. Nehmen wir mit. Und deswegen ist es, glaube ich, smarter, das jetzt weiterzudrehen noch ein bisschen, anstatt das zu verwenden, weil wir können ja auch einfach mit Mana Drain spielen. Das zum Beispiel, zweifacher Crit, das schmeckt richtig gut. Da ist sogar die Frage, ob ich einfach sage, wir schmeißen Wolle komplett raus, dann haben wir 100% Crit auf all unseren Zaubern. Aber gut, wenn ich Wolle komplett rausschmeiße, können wir uns das tatsächlich nicht leisten. Das heißt, wir brauchen Wolle schon. Das macht in dieser Kombo tatsächlich einen gigantischen Unterschied. Ich schmeiß Power Traction raus. Ist zwar ganz nett, aber das hier sind 40% Crit, dann haben wir 95% Crit. Ich könnte jetzt sogar 100% kriegen. Falls wir noch einen Drill bekommen am Ende nach dem Boss, könnten wir da vielleicht sogar dann die 100% voll machen. Aber ich würde sagen, das reicht dann so. Wir könnten noch probieren, die Magic Bullet zu kriegen. Nochmal Duett behalte ich mal. Eine Magic Bullet noch, dann könnten wir uns eine Magic Bullet 2 machen. Und das wäre damage-technisch ja auch nochmal 50% mehr Schaden. Okay, Wolle upgraden, das nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist einfach besser. Also Wolle mit so vielen Zaubern aneinander, ey, das muss ich nochmal ausprobieren. Ich glaube, Wolle hatte auch noch ganz schönes Potenzial, was ich nicht genutzt habe, wenn man viele Slots hat, natürlich nur. Ja, ich würde sagen, wir verbleiben dann erstmal so. Ich bin zufrieden. Der Boss sollte eine schnelle Geschichte werden, oder der Miniboss. Schnelle Geschichte trifft es tatsächlich sehr, sehr gut. Der war eine sehr, sehr schnelle Geschichte. Und wir kriegen ein Multishot Plus sowie ein schwarzes Loch Plus, das wir auf Multishot drehen können. Das ist natürlich auch nochmal sehr, sehr krass. Das könnte also heißen, wir könnten theoretisch Multishot 2 Sterne bekommen, falls wir jetzt ein bisschen Glück haben und noch eine Forge sehen. Und dann in der Forge natürlich auch noch ein bisschen Glück haben. Ich muss aber auch sagen, diese Kombo ist wieder...
ja, sehr laglastig geworden, aber ist natürlich auch war zu erwarten bei dem, was wir jetzt hier drin haben, weil wir einfach sehr, sehr viele Regenbögen spammen und die waren noch nie wirklich angenehm für die Framerate. Wir nehmen auf jeden Fall die Maske mit und wir kriegen eine Forge. Ja, dann rein in die Olga. Dann gucken wir mal, ob wir da vielleicht jetzt richtig reinlacken und nochmal einen Multishot kriegen. Wäre heftig, aber ich rechne nicht, obwohl, wir haben 199 Münzen. Ich will jetzt nicht so unglaublich viel Geld verdrehen, weil das Geld natürlich Schaden ist, aber das müssen wir machen. Und da ist der Multishot und damit haben wir den Multishot 2 Sterne und der knallt natürlich jetzt nochmal extra rein. Jo, der knallt ordentlich rein. Ich stelle mich mal in die Ecke, obwohl in der Ecke treffe ich nicht, oder? Oh, also der ist... Ja, 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 wir haben auf jeden Fall ein kleines Lag-Problem. So geht es einigermaßen. Warum auch immer es so einigermaßen geht, wir sind bei... Aber wir, glaube ich, nicht mit so vielen Projektilen treffen tatsächlich, weil die viele von den Rainbow-Projektilen treffen halt nicht, wenn wir so nah dran stehen. Wir müssen eigentlich, die perfekte Entfernung ist so, dass wir mit mehreren unserer Rainbow-Projektile treffen. Aber ich würde sagen, das reicht dann eigentlich auch schon. Wir können einfach direkt weitergehen. Ich behalte das Gold. Ich überlege gerade noch, wir könnten da immer die Magic Bullet 2 probieren zu kriegen. Das wäre natürlich nochmal mehr Damage, auch wenn wir dann eine Magic Bullet weniger ballern würden. Und die machen halt auch 50 Schaden pro Kugel. Also wäre es vielleicht gar nicht so unglaublich gut, wenn wir da jetzt... Ich könnte Duett probieren. Ich könnte probieren, noch ein Duett zu bekommen, weil ich habe keine Spells, ist das Problem. Doch, wir können Rebound drehen. Wir können Rebound drehen auf Duett. Komm, gib mir Duett. Duett wäre auch nochmal für den Damage so krass. Split können wir uns nicht erlauben. Dann haben wir wieder Standbild. Oh, das wäre auch gut. Duett. Spell Damage ist nice, aber ich will Duett. Yes, baby. 80% Schaden. Let's go. Was bei der Menge an Projektilen natürlich ein extremes Upgrade ist. Warum ist das hier vorne gelandet? Da muss Duett hin. Achso, weil Spell Damage wieder falsch weggedreht wurde. Ich dachte gerade, hey, wo ist mein Spell Damage hin? Aber der ist natürlich wieder an der falschen Stelle gedreht worden. Wir haben noch ein Rainbow Plus und ich könnte mir jetzt ein Rainbow 2 machen, aber wir haben nichts mit Plus, was ich drehen kann. Wir haben generell gar nichts mehr, was ich hier irgendwie sinnvoll drehen kann. Deswegen, ich könnte die Magic Bullets drehen, weil wir die eh nicht mehr... Ich glaube, ich werde die nicht aufwerten, die Magic Bullets. Ich habe lieber mehr Projektile als eine Magic Bullet 2. Glaube ich. Aber wir lassen es mal so. Wer weiß, wer weiß. Wir gehen weiter. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden bis jetzt mit dem Run. Aber es ist natürlich hier wieder der absolute... Jo, der ist einfach geone-shottet worden. Oh mein Gott, das ist ein absoluter Zerstörungsrun geworden. Was haben wir hier? Na, Mülltränke, den brauchen wir nicht, weil wir eh nie wieder Mana-Probleme haben werden. Und wir bekommen Range Enhancer mit 2 Sternen. Ist für uns vollkommen irrelevant, aber vielleicht können wir es drehen. Wer weiß, vielleicht kriegen wir noch eine Forge. Am besten ist jetzt eigentlich nur noch Gold sammeln für noch mehr Prozentschaden. Je mehr Gold wir haben, desto mehr Schaden haben wir. Das ist auf jeden Fall gut, wenn wir jetzt einfach noch ein bisschen Gold mitnehmen können. Es wird ein bisschen schwierig, den Gegnern auszuweichen. 89% Schaden gerade mit Gold. Jetzt haben wir 99% Schaden mit Gold. Und wir kriegen Fluchkisten. Den würde ich mitnehmen. Der ist mir eigentlich egal. Der ist mir nicht egal. Das ist mir komplett egal. Wir haben 45 Schlüssel und brauchen auch keine Schlüssel mehr. Max-MP reduzieren könnte man machen. Aber komm, ich nehme jetzt keine Flüche mehr mit, die uns schaden. Nur Flüche, die mir komplett egal sind. Dafür sind wir zu weit im Run und der Run ist halt auch so extrem gut. Der Run ist komplette Zerstörung. Also Magic Bullets mit Duett plus irgendein Spell mit vielen Projektilen ist ja richtig, richtig geil. Also die Magic Bullet Zerstörung ist real hier. Und wie viel Schaden machen wir jetzt? Jetzt machen wir schon 115% Schaden mit Gold. Also man sieht schon 123%. Das lohnt sich extrem. Wir könnten hier probieren, einen Geheimraum zu kriegen und nochmal ein bisschen durchzuschauen, weil ich eh keine Leben brauche. Schade. Sehr, sehr schade. Mal gucken, ob wir diesen einen Zauberstab finden, der neu ist. Aber irgendwie gerade nicht. Da!
428 kostet der und der ist pro Enemy getötet? Ach komm, das ist ja voll der Müll. Warum kostet der denn 428? Also, wenn man damit Gegner tötet, ballert man natürlich 3 Milliarden Steine raus. Aber ihr wisst, Gegner getötet sind die schlechtesten Zauberstäbe für Bosse, die es gibt, weil man bei den Bosskämpfen keine Gegner töten kann, weil da nur der Boss ist. Das heißt, dieser Zauberstab ist Trash. Der kostet 428 Gold. Der ist kompletter Müll für die Bosse. Und wenn ich einen Zauberstab mir kaufe für so viel Geld, dann brauche ich keinen Zauberstab, der für Räume gut ist. Weil in den Räumen kann ich ja auch einfach einen Zauberstab benutzen, der ein Viertel des Geldes kostet und besser ist. Zum Beispiel den hier oben, den ich habe. Der kostet normalerweise, glaube ich, 70 oder so oder 53. Der kostet nichts, wenn man den im Shop findet. Den Zauberstab hier hätte ich 10.000 Mal lieber als den. Also, keine Ahnung, vielleicht kommt ja irgendwann nochmal was. Aber für 428 würde ich sagen, ist der aktuell komplette Verarsche. Also, wer den kauft, eieiei, das ist ja einfach nur Scam. Da ist nicht mal ein Epic-Spell drin oder so. Hier kriegst du einen guten Zauberstab und einen Epic-Spell für 100. Den du dann drehen kannst oder verwenden kannst und so. Also, what? Es muss ein Fehler sein, dass das so teuer ist. Kann ich mir nicht anders erklären. Ja gut, hier gibt es jetzt eigentlich nichts mehr, was mich interessiert, muss ich sagen. Ah, das könnten wir vielleicht noch... Ah nee, komm, ist egal. Wir nehmen hier nichts mehr mit, wir behalten das Gold ist Schaden. Nur mal reingucken. Einmal Looky-Looky machen, gucken, was da so geht. Mann, warum kostet der denn 428? Das ist ja kompletter Scam. Es ist sehr, sehr schwierig, den Projektieren der Gegner auszuweichen, wenn man nichts steuern kann, weil alles rumlaggt. Merlins Robe geupgradet, heißt mehr Mana Regen, leider komplett nutzlos, aber hey. Weil wir keine Mana Regen mehr brauchen, aber ich nehme es mit für umsonst. Aua. Ja, den Projektieren der Gegner auszuweichen ist echt nicht so einfach. Aber wir sind beim Boss und ich sage euch, dieser Boss wird ein Speedkill wieder werden. Also den kann ich mir vorstellen, den werden wir wieder ins Nirvana schicken. Wir gehen einmal hier an die Seite und Zündung. Ja. Der war da und dann war er weg. So wie erwartet. Wie viel Schaden kriegen wir? 148%. Und wir kriegen den besten Zauberstab von allen. Das könnte vielleicht sogar ein Trophäe-Skill werden. Ach, wir brauchen den ja eigentlich auch gar nicht mehr. Ich behalte ihn trotzdem mal. Wer weiß, vielleicht kann er noch was machen. So, der Zauberstab hat natürlich einen Slot weniger, was ein Problem für uns sein könnte, sein wird wahrscheinlich, weil wir da jetzt nicht alles reinkriegen, was ich da reinkriegen will. Also die Sachen sind Pflicht. Das 2-Crit ist auch Pflicht, 1-Crit ist auch Pflicht. Vielleicht lassen wir Overscatter... Ah, der hat da nicht genug, der hat 0,05. Ich meine, das ist auch sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, ach, der gibt uns ja 20% Crit, deswegen können wir das hier lassen. Das heißt, wir können jetzt eigentlich alles rüberbauen, was wir haben. Und haben den gleichen, das gleiche wie vorher. 95% Crit, ja. Der hat nicht ganz so eine schnelle Feuerrate, aber ich denke, der hat mit dem doppelten Schaden... Das sieht schon ziemlich geil aus, muss ich sagen. Wenn man hier einfach mal kurz das Mana auflädt und einmal durchdrückt. Moment. Einmal aufladen und dann einmal kurz durchdrücken. Jo, das sieht schon ziemlich geil aus, muss ich sagen. Und mehr Projektile schießen, ey. Bin sofort dabei, den Rest, den brauchen wir nicht. Das könnte tatsächlich ein Trophäe-Skill werden. Was wollen wir? Gebt mir eine Forge. Ah, schade. Keine Forge, aber trotzdem, wir haben einen absolut kranken Run wieder auf die Beine gestellt. Und ich... Wo stellen wir uns am besten hin, ist die Frage. Also das Problem ist, wir wollen eigentlich alle treffen, aber es könnte ein bisschen schwierig werden jetzt. Ich glaube nicht, dass wir uns irgendwo hinstellen können, wo wir alle treffen können. Das heißt, wir müssen hier wieder rechts einmal durchzünden, glaube ich. Links natürlich. Okay, let's go. 3, 2, 1, Zündung! Oh, wir machen heftigen Schaden. Wir machen richtig heftigen Schaden.
Aber das reicht nicht. Einer ist tot. Ich trinke den Trank für die Rüstung. Aber das reicht nicht. Ah, schade. Aber wir haben richtig dicken Schaden gemacht. Nein. Es sollte nicht sein. Aber trotzdem, es war ein geiler erster Update-Run. Und ja, ich würde sagen, damit habt ihr, glaube ich, einen ganz guten Eindruck bekommen. Was ist neu? Nochmal zum Zusammenfassen. Wir haben einen komplett neuen Zauberstab, der viel zu teuer ist. Also den bitte nicht kaufen. Das ist wirklich 428. Wenn ihr den geschenkt kriegt von einem Boss oder so, dann okay, kann man machen. Könnt ihr den ausprobieren. Aber im Shop kaufen, absoluter Beschiss. Also niemals kaufen das Teil. Das ist komplett sinnlos. Ihr wollt ja die Bosse töten, um den Run zu gewinnen. Und da braucht ihr keine 428 Gold ausgeben für die Räume, also das lohnt sich überhaupt nicht. Ja, ansonsten haben wir neue Spells, beziehungsweise alte Spells, die jetzt neue Effekte bekommen haben, wie zum Beispiel die Resonance Rune, die jetzt sehr interessant ist. Die werden wir uns definitiv noch anschauen, versprochen. The Guardian Wand wurde stärker gemacht. Und ansonsten war es das, glaube ich, bei den Spells auch so die wichtigsten Sachen, würde ich sagen. Vielleicht irgendwo noch ein bisschen was verändert. Neue Gegner, sehr interessant auf jeden Fall. In der vierten Welt, muss ich aber sagen, waren jetzt eigentlich keine neuen Gegner. Sind mir zumindest keine aufgefallen. Könnt ihr gerne mal schreiben, ob euch da welche aufgefallen sind. Aber ich habe keine gesehen. Aber natürlich ist auch alles direkt gestorben. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Ja, ich würde sagen, guter Test. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es werden definitiv mehr Videos kommen. Das kann ich euch schon mal sagen. Es kommen jetzt aber erstmal die nächsten Tage noch zwei richtig kranke Runs, die ich hatte. Oder ich glaube sogar drei kranke Runs, weil die sind natürlich noch auf dem alten Update, aber das, was jetzt mit dem Update verändert wurde, sind halt so Sachen, die sind nicht neue Zauber oder so, dann eine neue Welt. Das ist halt einfach nichts, was jetzt dann, finde ich, die alten Runs schlechter macht. Und deswegen kommen die erstmal und danach schauen wir uns dann das neue Zeug an. Da bin ich dann sofort am Start und ich hoffe, es wird geil. Ich hoffe, ihr habt Bock. Magicraft, bestes Game überhaupt. Ich liebe dieses Game. Es macht einfach jedes Mal so unglaublich viel Spaß. Jetzt aber genug gelabert hier im Auto. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Dabeisein. Bleibt gesund. Und natürlich wünsche ich euch allen noch einen ganz schönen Tag. Vielleicht bis zum nächsten Mal hier zu einer weiteren Eskalation. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.